Finny, was ist da los? Hä? Was ist da los? Was ist da los? Unglaublich. Hm? Einen wunderschönen guten Morgen. Im Hintergrund hört man die Kirchenglocken klingen. Es ist 7 Uhr, wird gerade hell. Und die ganze Nacht kam keine einzige Aktion. Wie tot der Fluss. Es ist wirklich zum Haare raufen. Ich war schon früh wach und mache mir jetzt natürlich Gedanken, was wir ändern können, was hier los ist. Ja, und mit diesen Nachrichten, einer wirklich 10 Fischereien in den letzten Tagen hier am Fluss, begrüße ich euch zu einem neuen Video. Oh, jetzt im Hintergrund wird gerade noch eine richtig schöne, traurige Melodie gespielt. Die passt zur Stimmung. Ich bin wirklich etwas ratlos. Wir haben Mitte Oktober, befinden uns im Herbst, eigentlich eine super Angelzeit, denn der Herbst ist dafür bekannt, dass der Sommer schwindet, die Temperaturen, die Außentemperaturen langsam in den Keller gehen, die Wassertemperaturen wieder sinken und damit natürlich für alle Fischarten auch nochmal eine starke Fressperiode vor dem Winter beginnt. Aber hier, dieses Jahr, ist das irgendwie absolut nicht der Fall. Guck mal, ich sitze im Zelt hier in einem ganz dünnen T-Shirt, habe geschwitzt die ganze Nacht unter meiner Schlafdecke, habe nicht mal einen Schlafsack mit, also nur eine Decke am Start. Gefühlt draußen jetzt, morgens, schon über 20 Grad. Wassertemperaturen extrem hoch, über 22 Grad. In den letzten Jahren hatten wir jetzt Wassertemperaturen, je nach Wasserstand, ja, von 15 bis 17 Grad. Wie Hochsommerangel noch. Und das im Herbst. Wirklich verrückt. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die Fische einfach nicht so richtig unterwegs sind. Ja. Es kommt einem wirklich vor, als wäre hier kein Fisch in dem Fluss. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen, wenn die Spinnen schon anfangen, an unseren ausgelegten Routen ein Netz zu bauen. Ja, der Nebel ist da. Nebel des Grauens. Ja, ein bisschen kannst du noch weiter stricken. Und dann ziehen wir weiter. Kämpfen, kämpfen und viele Sachen probieren ist jetzt die Devise, um an einen guten Fisch ranzukommen. Einfach wird es bestimmt nicht. Ich nehme euch mit. Drückt uns die Daumen, dass wir das Blatt hier nochmal wenden können. Ja, und plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Das ging eben so schnell. Brutal, blauer Himmel weg, Wolken ziehen hier durch. Ihr seht im Hintergrund, da hinten ballern richtig große Vogelschwärme aus dem Wald raus. Die Bäume fangen an, sich zu biegen. Kann sein, dass es jeden Moment regnet. Vielleicht ist das jetzt unser Gamechanger, ja. Luftdruckänderung, vielleicht kommt ein bisschen Regen. Es wird uns zwar keinen Wasseranstieg bringen, aber es wird uns vielleicht irgendeine aktive, und wenn es nur eine kurze aktive Phase ist, der Welse bringen. Denn die werden wir mitnehmen. Wir sind bereit. Aber irgendwas passiert jetzt. Alter Falter, Jungs, was ein Wahnsinn. Was ein Kampf, aktuellen Welse zu fangen. Heute früh in den Morgenstunden fängt an, die Rudenspitze zu gehen, aber kein richtiger Biss. Ich sag zum Chris, komm raus, wir gucken mal nach, was da los ist. Fahren raus und wir haben hier keinen großen Köderfisch in der Kiste. Wir haben hier unseren Beifang drin. Es ist wieder passiert. Es ist schon wieder passiert. Schaut euch mal diesen Bollermann an. Ein starker 90-Plus-Zander. Ich habe mir jetzt schnell ins Köderbecken mal reingeworfen. Wir wollen den Fisch ja zurücksetzen. Mikro-U-Posen, Haarmontage. Der hat unsere Brasse einfach weggesnackt. Wahnsinn. Schaut euch diesen Fisch an. Mega, mega. Und auf einer Welsmontage ist es natürlich ganz schwer, so einen Biss eindeutig zu erkennen. Aber ihr seht, sie sind da, ja. Wahnsinn. So, jetzt hängen wir den schnell ab. Der hängt schön knapp. Lass mal den wieder schwimmen und die Wallerruten kommen wieder raus und wir kämpfen weiter. Petri heil. Petri. Schön fit jetzt und zurück mit dem Kerl.
dass er gleich wieder weggeht. Goodbye. Ja, alles wieder zusammengerafft. Der nächste Platzwechsel steht an. Ein paar kleinere Wälse kamen auf eine ganz unauffällige Köderpräsentation auf die kleinen Mikro-U-Posen. Aber dann wieder 24 Stunden komplett null. Wir ziehen weiter. Man muss jetzt dranbleiben. Ihr seht auch, aktuell ist die Sonne noch nicht durchgekommen. Wassertemperaturen immer noch mega hoch. Aber vielleicht kriegen wir jetzt durch den Wetterumbruch irgendwie ein bisschen Leben hier wieder rein. Es ist wirklich verrückt. Ne? Ich bin über 20 Jahre hier an diesem Gewässer unterwegs, kenne jeden Stein, jede Ecke, jedes Loch. Natürlich verändert sich der Fluss permanent durch steigendes bzw. fallendes Wasser. Aber selbst wenn man viel, viel Erfahrung im Gewässer hat, kann man die Fische nicht dazu zwingen, dass sie einem ins Boot springen. Jetzt ist Kämpfen angesagt. Ist jedes Mal anders hier, ist jedes Mal anders. Aber genau das macht's spannend. Dranbleiben heißt die Devise. Und weiter geht's. Rucki zucki wurde der Platz gewechselt. Oh, guck mal da oben, Sandsturm. Seht ihr das? Die gelbe Luft. Rucki zucki haben wir alles eingepackt. Jetzt geht's weiter. Auf der Suche nach einem neuen Spot. Für ein ausgedehntes Frühstück fehlt einem natürlich oft da die Zeit. Und deswegen Y-Food, der perfekte Begleiter. Die neuen Sorten, Fudge Brownie. Mega lecker, ihr habt eine komplette Mahlzeit drin. Und das könnt ihr jederzeit genießen. Schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos. Und könnt euch mal selber durchtesten. Abfahrt! Wir haben jetzt lange gesucht. Ihr hört es wahrscheinlich im Mikrofon von der Kamera. Der Wind hat richtig gut zugenommen. Wir haben hier im oberen Bereich wieder eine schöne Insel gefunden. Aber da kriegt man windvolle Breitseite ab. Und der kühlt auch das Wasser. Wir haben jetzt hier drüben ein ganz spannendes Naturufer gefunden. Mit gut Totholz drin. 3-4 Meter Rinne direkt am Ufer. Und weiter oben haben wir die Möglichkeit, uns ein schönes Basislager zu bauen. So, und heute werden wir uns da jetzt mal zusammenrotten, meine Gäste und ich. Da können wir, haben wir die Möglichkeit, 5-6 Ruten vernünftig zu angeln. Das reicht auch, ja. Seht ihr hier? Die ganzen toten Bäume im Hintergrund. Und oben haben wir einen Platz gefunden oder eine Fläche, müssen wir jetzt noch ein bisschen arbeiten. Keine Angst, wir werden nichts abschneiden, aber ein bisschen Fallholz, Totholz vom letzten Sturm wegräumen. Die hat richtig gut durchgejaucht, ja. Die hat da richtig gut gewütet, der Sturm oben, da kennt ihr schon. Überall ein Haufen abgeknickte Bäume, hier vorne war richtig Krieg. Und da solltet ihr natürlich auch darauf achten, wenn jetzt irgendwann ein Wetterumschwung kommt, wie wir ihn gerade haben, dass ihr nicht euer Zelt unter solche morschen Bäume da setzt. Schaut mal da, was da los war. Aber hier weiter vorne, ich zeige euch jetzt mal kurz den Platz, wie er jetzt aussieht. Später, wenn wir unser Lager aufgebaut haben. Echt, wird eine gemütliche, windstille Ecke und wir haben ein tolles Ufer hier auf der Jagd nach den Ballern. So, hier vorne haben wir noch gute Schlammpackung, aber hier oben muss man einen Anker mitnehmen. Ei, ei, ei. Zack. Muss man die anderen Jungs einweisen. Und kommen sie.
durchgebrochen durchs Unterholz. Grüße euch! Grüße! Grüße, Grüße! Boah, mit den Hikeschuhen macht es doch nichts. So, alles sicher gelandet. Jetzt zeige ich euch mal, was wir uns da überlegt haben. Ihr merkt schon, im Mikrofon weniger Wind jetzt, ne? Ein bisschen windstill geworden. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Zusammen. Guckt mal. Hä? Oben ist schöner, fester Boden. Durch die Bäume sind wir windgeschützt. Auch wenn jetzt Regen oder Unwetter kommt. Und hinter uns ist alles schon umgefallen, was umfallen kann. Räumen wir hier ein bisschen das Fallholz weg. Haben wir auf jeden Fall auch was für ein Lagerfeuer am Start. Denn es wird jetzt langsam kälter. Ja, und das probieren wir aus. Das probieren wir aus. Abenteuer Welsangeln. Ja, und ruckzuck wird aus so einem versteckten Waldloch ein ganz perfekter Angelplatz. Die Jungs bauen alle auf und dann gehen die Ruten raus. Erstmal kurz ein bisschen ausdampfen. Immer noch sehr, sehr warm, also auch wenn keine Sonne da ist. Und dann geht's los. Sebastian ist das erste Mal bei der Tour dabei. Der hat sich ein perfektes Zelt geholt. Da passt er auf jeden Fall rein, aber er kommt nicht raus, wenn es beißt. Das ist gut für die anderen, denn die sind schneller an der Route. Quatsch. Naja, also die perfekten Zelte. Ich will nicht immer irgendwelche unsinnige Werbung machen, aber eines der perfektesten Zelte für die Trips ist das Frontier X. Seht ihr hier stehen. Rucki-zucki aufgebaut, hält perfekt im Sturm. Hat ein super Platzangebot drin für eine Person plus Tackle etwas. Ja, könnt ihr noch drin kochen und alles. Finny hat Platz, also wenn mal richtig Sauwetter kommt, was jetzt vielleicht kommt, habt ihr auf jeden Fall eine gute, zuverlässige Behausung. So, da ist es in der größeren Ausführung vom Gordon. Der braucht halt auch mehr Platz, der ist riesengroß, der hat fast 2,60 Meter, 120 Kilo Kampfgewicht, der braucht halt ein großes Zelt. Aber für Normalwüchsige, wie mich zum Beispiel, da reicht euch das. Ja? Es ist ein Auf und Ab mit dem Wetter hier. Mittags sitzt wieder hohe Temperaturen, über 20 Grad. Die Nächte werden jetzt kalt, aber das Verrückte ist, das Wasser sinkt immer weiter. Im Hintergrund seht ihr das ein bisschen an den Ästen, die rausschauen. Ja, den Abdruck des Wassers, was es gestern noch hatte. Heute Nacht haben wir bestimmt wieder 10 cm verloren. Und das Wasser ist auch sehr, sehr klar. Wir versuchen jetzt hier in dem Naturufer, an der Uferkante in der Nähe von dem Totholz, die Montagen zu setzen. Setzen dabei auf leichte, unauffällige U-Posen. Ich zeige es euch mal. Zwei Mikros direkt hintereinander geschaltet. Dahinter unser Köfi. Eine Köderpräsentation ohne viel Schnickschnack, knapp über Grund. In der Hoffnung, dass sie hier abliegen und irgendwann mal ihren Rappel kriegen und auch losziehen. Im oberen Bereich über der Montage habe ich einen Schwimmer montiert. Der ist dafür da, um unsere Route perfekt nach oben umzulenken. Unser Angelplatz ist ein ganzes Stück weiter unten. Und hier haben wir uns jetzt einen Umlenker in die Bäume gemacht, damit wir auch mit den U-Posen gegen die Strömung flussaufwärts angeln können. Und der Schwimmer ist jetzt dafür da, dass der Druck der gespannten Route von unten nach oben flussaufwärts nicht auf die ausgelegte Montage wirkt. Deswegen setze ich hier die Schwimmer ein, mache dann oben ein kleines Knicklicht zum Gegenstoppen rein. Achte darauf, dass
der Schnurweg hin zum Stein relativ schlaff ist, also nicht komplett durchhängt, aber keine große Spannung drauf entsteht, denn die Schnur würde sonst im Wasser anfangen zu vibrieren. Das würden die Welse, vor allem jetzt in dieser wirklich harten Phase und bei dem klaren Wasser, checken. Genau, und jetzt wird das Ganze vom rückwärtigen Wege auf Spannung gebracht. Wenn der Wels beißt, kann er durch den Karabiner hier Schnur nehmen. Also wir kriegen ein normales Bisssignal über die Glocke oder den Bissanzeiger am Ufer. Und dann geht's los. Drückt uns die Daumen, dass langsam die Welse hier im Herbst in Beißlaune kommen. Ja. Wirklich ein harter Kampf aktuell. Aber so ist Angeln. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Eieiei, da macht sich schon alle bemerkbar. Irgendwas knabbert da an unserem Köder rum. Ja, die Ruten liegen und das war eben definitiv kein Köderklingler. Ich hoffe nicht, dass da schon wieder so ein amerikanischer Katzenwels sich zu schaffen macht. Müssen wir gleich mal kontrollieren. So, wir gehen jetzt mal schnell gucken, ohne die Rute dabei mitzunehmen, weil die liegt relativ ufernah. Da können wir die Schnur anheben, wo eben das komische Geklingel war. Mal gespannt, ob der Köder wieder totgebissen ist, ob so ein American Catfish draufhängt oder vielleicht sogar wieder ein großer Zander, ja. Hatten wir ja auch schon die Tage. Oder einfach der Köfi geklaut wurde. Es bleibt definitiv spannend. Wir haben unsere Schnüre schön über die Bäume umgelenkt, damit wir weniger Scheuchwirkung im Wasser haben, weniger Schnur im Wasser. Ja. So, und hier vorne kommt der Bereich, wo unsere Schnur ins Wasser geht. Köfi ist weg. War gut, dass wir nachgeschaut haben. Sonst hätte man eine tote Rute gehabt. Wer es jetzt war, wissen wir nicht. Aber geklaut. Hat zweimal so kotzkomisch geklingelt. Ich vermute mal ein Katzenwels. Naja. Schnell neu beködern, schnell wieder dahinsetzen. Und weiter geht's. Was ist denn das? Ansteuern, hinsetzen. Das ist sehr schwer. Ja, das ist gut. Kurbeln. So, da die müssen ausklinken. Spannen ran, klingt aus. Und dann geht's bloß ab, okay? Denk an die Schnur über dir. Über dir ist eine Schnur. Brauchst nicht mehr kurbeln, nichts mehr machen. Klingt erstmal aus. So, Karabiner ausklinken, zack.
Müsste, wenn dann Fisch. Genau, da ist er doch. Ein echter Wels. Unglaublich, aber wahr. Zughalten, schön zughalten, genau. Perfekt. So. Mikros liefern wieder. Druck halten, Druck halten, der hängt ganz knapp, der Fisch. Nicht ans Schlauchboot kommen, Fisch. Mein allererster, Stefan, mit dir, danke dir vielmals. Petri. Petri Heil, wir kämpfen weiter. Guter Start, vor allen Dingen in dieser harten Phase jetzt. Weiter geht's. So, und hier unten geht die Sonne unter. So, und zurück mit dir. Petri, so, es ist endlich mal diese Hose hier imprägniert für die kommenden Regentage. Endlich eingeweiht. Endlich eingeweiht. Stefan, vielen Dank. Petri. Wir arbeiten jetzt natürlich mit allen Mitteln, wenn es so zäh läuft. Und ich glaube, dass Regentanz hat nicht geholfen, Beten hat nicht geholfen, Zuversicht und Kampfgeist hat ein bisschen geholfen. Ja, es kam ja ein starker Zander, ein paar kleinere Wälse waren ja am Start. Aber ich glaube, das Einzige, was hilft hier dem jungen Mann, ist eine neue Frisur. Ich habe ja auch die Haare schön, ne? Keine langen Zotteln mehr. Ich habe das ja mal gelernt vor 37 Jahren, damals. Und, ne? Ja. Action. Ja, was willst du haben für eine Frisur? Ja, versuch's schon, so wie du. So wie ich. Ja, seit kurz oben lang. Also du willst so haben wie ich? Ja, ja. An der Seite kurz oben lang? Ja, ja. Mach. Mit Koteletten oder ohne? Mit. Ja, das ist gut. Wichtig ist, dass ihr so, wenn ihr selber mal euch zu Hause die Haare schneiden wollt, so ein Wellending reinbringt, so ein bisschen, ne? Das ist dann so ein bisschen sportlicher. Je nachdem, was ihr für ein Typ seid, wenn ihr eher der sportliche Typ seid, so die Wellenform, wenn ihr eher so der, ja, was gibt es denn so für Typen? Es gibt ja so verschiedene, so Naturliebhaber, die haben so ein bisschen längeres Deckhaar an einer Seite, das andere so ein bisschen angeglichen. Mit allen Mitteln kämpfen wir uns hier dem großen Wels entgegen. So, und die Seite ist jetzt schon mal Seder, also das hat, dass ich es gelernt habe. Ne? Das ist halt schon wirklich ein schöner Kraftknopf. Das ist schon perfekt, würde ich sagen. Sieht echt cool aus, Michi. So würde ich es lassen, hier ein bisschen runterlassen, hier oben so lassen, das Haupthaar. Vielleicht vorne die Fratte, nee, die würde ich aber auch lassen und die andere Seite auch noch. Guckt mal, ob dir die Seite so gefällt. Ja, gut, gefällt mir. Wisst ihr, gar nicht, noch gar kein Foto. Oh, ich muss ja damit rumlaufen. Nicht so viel. Ja, die neue Frisur wirkt Wunder, das hilft. Ist der nächste Fisch am Band. Einen wunderschönen guten Morgen. Bisher war es komplett ruhig und jetzt kommt der Einschlag. Ich muss auf der Rolle drauf. Sieht auch gut aus. Das ist eine neue Frisur, die ich schon gemacht habe. Und auch direkt Fisch. Wirklich ein harter Kampf, aber wir sind im Spiel, ja. Immer weiterkämpfen, dranbleiben. Thank you.
Ihr erkennt es ja ein bisschen jetzt an unserer Bekleidung. Nachts ist jetzt schon richtig kalt. Wahnsinn, Wahnsinn. Das steht noch gut unten. Steht noch gut unten, der Tisch. Kleine Tree in 5 Gramm Tragkraft. So, hier ein bisschen vom Boot weghalten. Gucken, ob wir ihn gleich kriegen. Ja, schönes Ding. Schönes Ding. Ob ich ihn schon kriege, was böse ist. Voller Mann! Der Wahnsinn! Petri! Petri, Dank! Der Wahnsinn, da freut sich einer, aber das ist auch klar. Bei dem harten Kampf aktuell muss immer mehr. Neue Frisur und dicker Wels. So kann es weitergehen. Ja, Jungs und Mädels, Petri heil! Wir ackern weiter und fangen auch weiter. Ein Fisch, der guten 2 Meter plus Klasse. War ein langer Weg wieder dahin. Und für morgen haben wir aber schon einen neuen Plan. Da werden wir wahrscheinlich nochmal die U-Posen, morgen kommt noch ein bisschen die Sonne raus, eintauschen gegen Frontzone-Bleie. Aber das zeigen wir euch dann. Erstmal dickes Petri-Michel. Petri, Dank. Vater, das geht ununterbrochen hier. Permanent attackieren die hier die Köder. So geht's die ganze Zeit. Kling, 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 kling. Unglaublich. Hau mal eine drauf jetzt. Warte mal, Kopf noch weg. Ja, zuckt irgendwas. Zuckt irgendwas. Wirklich brutal, der Fisch. Hat so oft attackiert, immer wieder geklingelt, immer wieder auf den Köfi drauf. Jetzt haben wir halt mal da angehämmert. Mal gucken, ob der Verursacher jetzt dranhängt. Im Hintergrund seht ihr, das Wasser ist schon wieder, fällt noch weiter, ja, in der Graskante drüben. Kommt er, ja, wie vermutet. Alter Vater, schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Der hat den Rapfen komplett zernagelt. Komplett. American Catfish und nur noch der Rapfenkopf hängt dran.
Komplett zernagelt. Komplett zernagelt. Das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich verrückt. Die werden immer größer. Unglaublich. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Es hat die ganze Nacht geregnet. Michel schöpft drüben schon die Boote aus. Ich habe bei meinem Boot zum Glück eine Selbstlenzung. Muss nur die Lenzstopfen aufmachen. So, aber der erhoffte Wasseranstieg ist bis jetzt noch nicht in Sicht. Dafür ist der Schlamm. Dafür ist der Schlamm angekommen, ja. Nebel. Heute Mittag soll das Wetter nochmal aufgehen. Die Köder klingeln, aber naja, wirklich zäher Kampf. Die Katzenwälse bleiben uns treu. Jetzt gehen wir nochmal richtig in die Höhle des Löwen. Wenn da die Sonne rauskommt, habe ich nochmal einen Plan. U-Posen runter, Frontzone-Pleie drauf. Und dann, ja, dann holen wir uns vielleicht noch so ein Monster. Dranbleiben. Ja, man findet immer wieder Plätze, jetzt vor allem bei dem flachen Wasser und dem sich permanent wandelnden Flusslauf hier, der sehr viel Sand transportiert, die es die letzten 15 Jahre gar nicht gab. Hier hat sich mitten im Fluss eine kleine Sandbank rausgebildet bei dem fallenden Wasser jetzt. Und ich glaube, das werden wir jetzt heute Nacht mal probieren. Von hier aus können wir ganz optimal diese Brückenpfeiler beangeln, immer Standplätze von Welsen. Da wird sich immer was hinten dran stellen. Das werden wir probieren. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht können wir einen direkt aus seinem Unterstand, aus seinem Zuhause rauslocken. Ich zeige euch die Montagen. Das wird ganz spannend. Es wird nicht einfach da rein zu angeln, aber möglich ist alles. So, wir bauen jetzt schnell unsere U-Posen-Montagen um. Ich schneide einfach hier oben den Wirbel ab. Ziehe die U-Pose runter. Schön knapp abschneiden alles, dass wir nicht so viel Vorfach verlieren. Und fädel ein Glow in the Dark Frontzone Blei auf. Die gibt es jetzt auch in schweren Größen seit diesem Jahr. Zack, anstatt der U-Pose ein Blei für die eine Seite des Brückenpfeilers. Auf die andere Seite des Brückenpfeilers werden wir nochmal eine U-Pose setzen. Das zeige ich euch gleich. Und dann geht's weiter. Stoppergummi können wir nochmal verwenden. Das Blei wird genauso gestoppt auf dem Vorfach wie unsere U-Pose. Zack, so sieht es dann aus. Im unteren Bereich habe ich mir ein Kombi-Vorfach gebaut. 1.0er Drilling, 8.0er Mega-Hook, falls wieder Fehlbisse kommen, damit die keine Chance haben jetzt in der heiklen Phase. So, und das System fahren wir jetzt direkt in den Brückenpfeiler. Abfahrt!
der aktuellen Phase, wo die Fische wirklich richtig, richtig träge, passiv sind, müssen wir natürlich versuchen, die Fische an den Plätzen zu beangeln, wo sie auch abliegen, ja, an sogenannten Standplätzen. Und hier ist jetzt so ein typischer Platz. Wir befinden uns an einem Brückenpfeiler hier mitten im Fluss. Ja. Hinter dem Brückenpfeiler haben wir ganz ruhiges, stehendes, leicht drehendes Wasser. Und genau in diesem Bereich haben wir unseren Köder gesetzt. Der aktuelle Wasserstand, das niedrige Wasser hier am Fluss, erlaubt uns aktuell diese Fischerei, weil einfach die Brückenpfeiler und ihr Fundament im unteren Bereich extrem weit über die Wasserfläche hinausragen. Wäre jetzt höheres Wasser, wäre das in dem Fall nicht möglich. Ich habe hier, um nichts zu beschädigen, ja, ich habe hier zwischen den Steinritzen der alten Brücke mir so ein Zelthering reingesteckt als Anbindepunkt und habe so den perfekten Weg meiner Montage, meiner Schnur rüber auf der kleinen Sandbank. Diese kleine Sandbank ist auch erst vor 2 Tagen hier rausgekommen. Die gab es früher überhaupt nicht. Ja. Die war immer unter Wasser. Und jetzt hat sich dieser Angelplatz gebildet und das muss man natürlich sofort nutzen, um da zu probieren, in dieser heiklen, schweren Phase jetzt einen Fisch abzuholen. Mein Köder ist ca. 2 Meter über Grund. Hier kommt keine U-Posen-Montage zum Einsatz, denn ich möchte den Wels nerven. Ich möchte ihm über einen längeren Zeitraum zur Oberfläche hingerichtet eine attraktive Beute präsentieren, ihm dadurch ein bisschen auf den Zeiger gehen und so vielleicht zu einem Biss überreden. Hier seitwärts am Brückenpfeiler, wo die Strömung geradlinig durchbricht, haben wir eine U-Posen-Montage direkt an den Brückenfuß umgelenkt. Der Köder sitzt genau hier, könnt ihr es leicht erkennen, unten, wo das Fundament auf den Flussgrund trifft. Im oberen Bereich des Angelplatzes ganz spannend eine riesige Schwemmholzansammlung. Die bricht so ein bisschen die Strömung, die macht das Wasser ein bisschen langsamer und diesen Platz hier echt zu einem richtigen Hotspot. Also ich bin mir ganz sicher, dass unter diesem Haufen hier ein Wels wohnt. Wie die Montage im Detail aussieht, zeige ich euch mal. Ich habe im oberen Bereich eine kleine Reißleine eingebaut und einen kleinen Schwimmer, um den Druck auf meine ausgelegte U-Pose vom Angelplatz aus, der sich ja da unten befindet, zu minimieren. Habe ich einen kleinen Schwimmer eingesetzt. Und oben drüber, ihr seht richtig, wie das hier arbeitet, oben drüber über dem Schwimmer einen kleinen Clip. Stück 38er monofile Reißleine und mein Ausleger. Und durch diesen Winkel schaffe ich es, dass meine Angelschnur keinen Kontakt zu dem Bettungpfosten hier, zu dem Bettungfundament der Brücke hat. Im vorderen Bereich natürlich ganz wichtig zum Grund runter. Das Zeus Universal Leader in der 80er Stärke. Hier braucht er eine starke Schlagschnur, die auch im Notfall, wenn der Waller beim Biss die Montage hier an der Brücke entlang schrappt, eine sichere Verbindung darstellt und nicht direkt durchscheuert. Ja, das sind solche Plätze jetzt, solche versteckten Plätze, wo meiner Meinung nach sich Waller ablegen, unten passiv am Grund warten auf irgendeine Änderung, kälteres Wetter, Hochwasser, irgendwas. Bisschen wieder fressen und hier haben wir eine Chance, dann so einen Fisch abzuholen. In der normalen Phase, wenn wir jetzt normalen Herbst hätten, mit kalten Temperaturen, kalten Wassertemperaturen, und die Fische aktiv sich schon auf den Winter vorbereiten, indem sie nochmal gut Energie sammeln, könnt ihr natürlich an allen beliebigen Angelplätzen, Steinpackungen, Sandbänken, überall dort, wo Futterfisch ist, auch einen Räuber fangen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Aktuell müssen wir wirklich kämpfen und ein bisschen zaubern, um hier noch Erfolg zu haben. Beim Morgengrauen kriegen wir die nächste Chance, mit der Spitze bis aufs Wasser runtergehen. Ja. Jesus. Ja.
ganze Nacht komplett ruhig. Und jetzt kommt der nächste Biss. Im Drill seht ihr übrigens gerade einen Prototyp. Wir arbeiten wieder an unseren beliebten Multistyle-Ruten mit dem gelben Ring. Nachpumpen. Und bleibt noch unten. Kein kleiner. Hat sich gut angefühlt, ne? Ja. Zieht schön seine Kreise unterm Boot. Ja, wirklich verrückt. Die ganze Nacht nichts, absolut nichts, absolut tot. Jetzt haben wir 10 Uhr und da kommt der Biss. Und den Fehler machen viele Welsangler, denn die packen dann um 9 ein, fahren ins Camp und machen einen neuen Plan. Einfach mal sitzen bleiben, heißt dann die Devise. Ist guter Fisch, glaube ich. Hat sich gut angefühlt. Und nachkurbeln. Genau. Oh ja. Da kommt ist auf jeden Fall dein 2 Plus. 2 Plus richtiger schon? Oh ja. Siehst du großer schon? Fisch. Richtig großer. Ich sehe schon Schwanz. Richtig, oh, richtiges Ding. Jesus, Riesenfisch. Über 2,20 definitiv. Schon? Vielleicht sogar 2,30. Riesenfisch. Mann, oh Mann. Riesenfisch, ja. Alter Vater, das ist der Lohn für die Mühen hier. Richtiges Ding. Grazie! Grazie! Oi, richtiges Ding. Richtiges Ding, richtiges Ding. Richtiges Ding kommt hier, Jungs. Das ist unser Lohn. Eine Woche für gekämpft. Das ist ein richtiges Ding. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, das ist er. Das ist er, auf den haben wir gewartet. Hier, Jesus, der alte Mann und das Meer. Gutes Ding. Fronson Bleiklo in the Dark. Richtiger Büffel. Endlich ist es soweit. Schauen wir mal, ob wir drankommen. Kann sein, dass der Fisch jetzt nochmal ausrastet. Großer Fisch. Großer Fisch. Großer Fisch. Schaut euch mal das an, was hier reinkommt. Eine Woche haben wir dafür gekämpft. Eine ganze Woche. Eine ganze Woche haben wir dafür gekämpft. Das ist ein Fisch der 100-Kilo-Klasse. Jesus, das ist ein Büffel. Hey, junger Mann. Danke. Alter Vater. Mann, Gott. Oh. Das ist er. Komplett weggezogen hier. Clone Dark Frontzone Blei. Das ist das. Nie aufgeben, nie verzagen, auch wenn es ein paar Tage scheiße läuft. Wenn ihr dran bleibt und kämpft, dann kommt irgendwann der verdiente Lohn. Und den haben wir uns. Fisch meines Lebens. Definitiv. Cool. Schöne Drill. Zeig mal den Schwanz hinten eben mal an, bitte. Geil. Geil. Das ist Welsangeln. Wir sind schon fast durchgedreht. Hey. Leute sind da zum Gratulieren. Dankeschön. Das glaubt uns niemand, dass wir hier Mitte Oktober noch im Fluss sitzen, Wassertemperaturen über 20 Grad. Und wir haben heftig gekämpft. Ja, ein Fisch knapp mit 2,40. Ein Fisch der 90-Kilo-Klasse. Wahnsinn. Morgens um 9:30 hier in Italien. Nach einigen bisslosen Nächten. Weitermachen, dranbleiben. Und dann kannst du noch.
Ja, geht noch. Ganz weitermachen, dranbleiben und dann kommt der verdiente Lohn, ja. Das kann euch der Po geben. Oder auch nicht. Haben wir lang für geackert, ne? Alles schön im Wasser passiert und das ist auch ganz wichtig jetzt bei dieser Jahreszeit. Wassertemperaturen über 20 Grad, knallharte Fischerei und da ist es auf jeden Fall wichtig, eigentlich immer wichtig, dass die Teile hier im Wasser bleiben, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zeigen noch mal hier kurz in die Kamera rein. Ich gehe nochmal vorne an den Kopf. Hardcore Fisch. Erst kam für diesen knapper 1,80er, ne? Ja. Und jetzt hier ja, ein Fisch mit knapp 2,40. Haben wir lang für geackert. So, jetzt nimmst du ihn hier an Kiembögen schön. Wartest, bis die Barteln nach vorne gehen. Und dann kannst du dich verabschieden. Barteln nach vorne, gut. Genau. Und jetzt guckst du, wenn er kommt, ein bisschen so animieren. Genau, jetzt schiebst du ihn so raus. Ciao, Bella. Und verabschiedest dich. Dickes Petri, hi mein Freund. Mitte Oktober noch im Bach, jetzt kriegen dicke Fische. Das erlebt man nur in Italien. In Italien. Weiter geht's. Danke.